Wow! Hast du mich erschreckt, Kairi? Sora, du Faultier. War klar, dass ich dich hier unten bei deinem Nickerchen finde. Nein, mich hat so ein schwarzes Ding verschluckt. Ich bekam keine Luft. Au! Träumst du immer noch? Das war kein Traum. Oder doch? Keine Ahnung. Was war das für ein Ort? So merkwürdig. Ja, klar. Sag, Kairi, wie war deine Heimatstadt so, wo du aufgewachsen bist? Ich hab doch gesagt, ich erinnere mich nicht. An gar nichts? An gar nichts. Willst du mal zurück? Naja, ich bin hier ganz gern. Ach so. Aber weißt du, ich würde sie schon gerne mal sehen. Ich würde sie auch gerne sehen. Und all die anderen Welten da draußen. Ich will sie alle sehen. Worauf warten wir denn noch? Hey! Und ich werde hier vergessen, oder was? Tja, so wie es aussieht, darf ich das Floß wohl alleine bauen. Und du bist genauso faul wie er. Blitzmerker. Okay, wir machen das zusammen. Um die Wette. Was? Soll das ein Witz sein? Fertig? Los!
Und irgendwo da draußen ist also Kairis Zuhause. Schon möglich. Aber hier erfahren wir das nie. Aber kommen wir mit einem Floß so weit? Wer weiß. Wenn's nicht klappt, denken wir uns was anderes aus. Und wenn du dann in einer anderen Welt bist, was wirst du denn da machen? Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Irgendwie habe ich mich immer gefragt, warum sind wir hier auf dieser Insel? Wenn es da draußen noch andere Welten gibt, warum sind wir dann in der hier gelandet? Und mal angenommen, es gibt andere Welten. Dann ist unsere nur ein kleiner Teil von etwas viel Größerem. Eigentlich hätten wir doch überall landen können. Ist doch so, oder? Ich weiß nicht. Na eben. Deshalb müssen wir jetzt los und es herausfinden. Hier rumzusitzen bringt nichts. Ist immer nur das Gleiche. Deshalb gehen wir. Hast viel nachgedacht in letzter Zeit, oder? Dank dir. Wenn du nicht gekommen wärst, dann wäre mir sowas bestimmt niemals eingefallen. Kairi, danke. Keine Ursache. Sora! Du wolltest doch eine, oder? Eine Papu-Frucht. Wenn zwei Leute sich eine teilen, verknüpfen sich ihre Schicksale. Einer wird zum Teil des anderen. Egal, was passiert. Komm, ich weiß, du willst es probieren. Was redest du? Es ist schön, was hört sich zu.